Die Kriegsmaschinen sind da. Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video hier mit euren Zolteye. Und zwar gehen wir heute die Kriegsmaschinen durch. Richtig geile Teile, aber wie gesagt, wir schauen uns das erstmal an. Was können die, wofür sind die überhaupt da und wie benutzt ihr die ganz richtig? Ja, ihr habt alle das Gebäude hier. Wenn du jetzt in der Season 8 bist, hast du das schon. Alles, was unter der Season 8 ist, kommt im frühen September raus. Ja, also ab September so, Anfang, Mitte, können auch andere Spieler, die auf den anderen Servern sind oder andere Seasons haben, in den Genuss der Kriegswerkstatt kommen. Also, ich habe ja gesagt, die Kriegswerkstatt oder die Kriegsmaschinen sind sowas ähnliches wie Helden. Ja? Du hast einen Helden, der gibt einen globalen Buff. Dem Helden kannst du eine Ausrüstung geben. Den Helden kannst du beim Anfunken bekommen. Bei den Kriegsmaschinen ist es fast genau das Gleiche. Das Anfunken nennt sich hier Montieren. Hier kannst du deine Teile erhalten. Und zwar kannst du hier oben links immer gucken, was du für Teile bekommst. Und kannst dann immer hier rauf tippen und sehen, okay, Nahkampfkiste XL heißt also, ist für Nahkampf gut. Gewehrkiste zum Beispiel ist für Scharfschützen gut. Terrorwerfer ist für die Kavallerie gut. Ne, gibt immer einen globalen Buff. Der Shiva ist auch richtig gut. Ja, der gibt der Kavallerieangriff maximal 5%. Und jetzt kommt's, was wie gesagt bei den Helden die Ausrüstung ist, sind hier die Teile. Hier der Shiva zum Beispiel hat einen Holzwagen. Der gibt nun mal Maximum 50% auf Angriff der Formation. Ja, ganz wichtig, der Formation. Dann ist natürlich hier das Wagenrad, ne, das Holzrad, Verteidigung der Formation und natürlich der Esel. Was ein Goofy, Alter, wer packt denn da einen Esel rein? Der Tiger frisst den Esel, dann läuft der Tiger schneller, ja, und du bist dann auch schneller oder was? Okay, er gibt Lebenspunkte der Formation. Ja, der Esel gibt Lebenspunkte. Ja, denn wenn der Tiger hungrig ist, braucht er mehr Lebenspunkte. Also tun sie ihn einen Esel davor. Okay, jetzt passt auf. Diese Teile, dieser Buff, den ihr hier seht, Angriff der Formation, ist nur für die Formation. Wenn ihr die Teile ausgerüstet habt für die Kriegsmaschine, ne? Hier ist es jetzt der Shiva, gelten die nur für die Formation. Der ist nicht global. Global ist immer der hier unten. Ja? Der hier. Das ist der globale Buff. Kavallerieangriff plus 5% auf Maximum. Das ist immer der globale Buff. Okay. Gut, und so verhält es sich mit den ganzen. Ja, hier auch zum Beispiel, hier auch wieder die Ausrüstung, sag ich mal, die Teile, die man hinzufügen kann. Und wie gesagt, immer dran denken, rechts ist die Ausrüstung, ne, sind die Teile, gelten nur aktiv für die Formation, wenn du das auch reingepackt hast. Das hier unten unter den Namen Kavallerie Lebenspunkte 5% Maximum ist global. Ja, dann wollen wir mal kurz mal testen hier, was ich jetzt so bekomme. Genau, das Anfunken hier, hier gibt es keine Radios oder keine Tickets, ihr müsst das hier mit Rubinen machen. Free-to-play ist das hier, ne? Die Waffe montieren, wir machen mal gratis einmal. Und ich erhalte epischer Vorrat an Gewehren. Ja, Scharfschützenverteidigung plus 4% auf Maximum. Ja? Diese Waffe funktioniert in jeder Formation. Was meinen die damit? Die meinen damit Folgendes, und zwar gibt es Teile, ja? Die gehen nur für bestimmte Survivor. Der Shiva zum Beispiel, genau. Hier steht, die Bedingung dafür, dass du ihn nutzen kannst oder damit er seinen Effekt ausspielt, ist, dass du Ezekiel, Jesus oder Michonne in einer Formation hast. Ja? Also wenn du Michonne, Jesus oder Ezekiel in der Formation hast, du hast den Shiva, kriegst du unten den Fähigkeitseffekt. Ja? Und natürlich auch die Verbesserungsvorschau Berserker normal, Berserker als Fähigkeit und Enttarnen. Das sind die aktiven Fähigkeiten, wenn du die Kriegsmaschine ausrüstest in deiner Formation 1. Und wie gesagt, Kavallerieangriff Maximum 5% ist global. Ja? Hier könnt ihr natürlich ihr könnt ihn mit Fragmenten befördern. Und ihr seht auch hier oben, er würde dann von 0,1% auf 0,2% steigen. Ja? Also ganz einfach eigentlich. Okay, gut. Das heißt, im Umkehrschluss, du kannst täglich dreimal gratis dir Teile besorgen. Du kannst hier auch gucken, hier oben, was für Teile du bekommst. Dann kannst du hier die Maschinen ernten, sag ich mal, ne? Also erhalten. Der Shiva ist natürlich gut. Ne? Das ist auch eigentlich nicht schlecht. Richt der Tod. Hört sich immer komisch an. Ne? Und ihr müsst für euch selber gucken, was für ein Teil braucht ihr. Ne? Zum Beispiel zeige ich euch das mal. Nahkampfkiste XL. Das ist ein, ja, die Bedingung ist, der Überlebende in der Formation mit dem höchsten Angriff wird ausgewählt.
Die Fähigkeit wird von einem Team mit dem Kämpfertyp Nahkampf ausgelöst. Also dieses Teil sagt, wenn du Nahkämpfer drinne hast, bekommst du diese Bedingungen. Ja? Ne, du kriegst den Fähigkeitseffekt und du kriegst die Verwundetenrate. Dann gucken wir mal beim Shiva. Da, das sind wir ja schon durchgegangen. Ne? Ezekiel, Michon oder Jesus. Die Wundermedizin gibt es, wenn du Scharfschütze Andrea drinne hast, Teenager Karl oder Rick-Veteran. Ne? Und wie gesagt, immer darauf achten, guckt euch diese Teile vorher an. Was braucht ihr? Ne, ihr braucht kein Shiva, weil ihr kein Ezekiel habt. Ja? Die Wale, die können das gerne nutzen. Ihr werdet wahrscheinlich auf die Whisperers gehen. Und die Whisperers haben ja auch ein eigenes, genauso wie Negan, Dwight und der Governor. Ja, wenn ihr darauf T10 Scharfschützen habt und ihr habt Rick, Negan oder den Governor, dann konzentriert euch auf die Sammlung des Killers. Ja? Weil, wie gesagt, guckt euch das an, richtig gute Buffs. Okay. Zusätzlich zu diesen Buffs bekommt ihr, wie gesagt, immer diesen Buff Angriff, Lebenspunkte und Verteidigung mit in der Formation reingepackt. Na? Okay, gut. Was kann man denn dazu noch sagen? Ich wollte euch nochmal zeigen, worauf ich gehen werde. Conny Yumiko. Yumiko habe ich nicht, also interessiert mich diese Dreckschleuder oder, sorry, der Goliath nicht. Der Shiva sowieso nicht. Wundermedizin auch nicht. Flammen in Angst ist Negan, Pamela und der Governor. Und Sammlung des Killers sind wir auch schon durchgegangen. Richter Tod, das ist auch wieder Negan, Dwight und John. Ne? Also ihr merkt, okay, diese Fahrzeuge sind eigentlich für Helden da, wofür man bezahlen muss. Ne? Dann gibt es noch diese Vorschau, Experten montieren. Wir gucken mal hier rein. Und das ist Free-to-Play. Ja? Darauf konzentriert ihr euch. Gefährliche Lieferung ist für die Whisperers. Ja, hast du Alpha, Lydia und Beta in der Formation, T10 Nahkampf und du konzentrierst dich wirklich nur auf die erste Formation, nimm diese olle Kiste hier. Ja, wenn du Alpha, Beta und Lydia drin hast, bekommst du eine Chance von 75%, zwei feindlichen Teams 80% Schaden zuzufügen. Die Verwundetenrate steigt und natürlich das Befestigen. Ja? Also, wie gesagt, konzentriert euch immer auf das, was ihr benötigt. Okay, Speerwerfer ist natürlich klar, Laura, Princess und Mercer. Ne? Wenn ihr die Crew habt, konzentriert euch darauf. Ich weiß, es ist Glücksspiel. Also wenn ihr dieses Anfunken, sage ich mal so, nimmt und ihr bekommt das, was ihr braucht, dann macht nicht mehr. Ne? Dann lasst es dabei. Es kostet Rubine und konzentriert euch nur auf die Kriegswaffe, die ihr braucht. Ne? Und in meinem Fall ist es die gefährliche Lieferung, weil Ezekiel habe ich nicht, Yumiko habe ich nicht. Rücksichtsloser Negan habe ich nicht, ja, Laura, Princess und Mercer habe ich für die F2, aber ich konzentriere mich immer auf die F1, auf Maximum zu bringen und danach kommen die anderen Formationen. Okay, wenn ihr die Teile habt, die ihr haben möchtet, geht ihr in eure Formation rein, so, und ihr seht hier unten, oh, ne, Oldtimer-LKW, der Hund hat einen eigenen Slot und natürlich auch die Kriegswaffe. Ihr tippt einmal rauf und könnt euch dann eure Kriegswaffe aussuchen. Ich habe jetzt das reingenommen, weil ich hatte zum Anfang, wo das rauskam, nichts gehabt. Ne? Aber ihr seht, wenn ich jetzt zum Beispiel das nehme, sinkt alles, hier sinkt alles und hier sinkt alles und hier sinkt auch alles. Ne? Und diese 1%, die hier stehen, Angriff der Formation, Verteidigung und die Lebenspunkte, das gilt immer nur aktiv für die Formation. Ne? Die anderen Buffs bekommst du nur, weil auch steht, okay, das ist, die Kriegswaffe ist für Lydia, die Kriegswaffe ist für Ezekiel, die Kriegswaffe ist für Yumiko, dann werden die anderen Buffs aktiv. Ja? Ansonsten bekommt ihr nur diese Angriff, Verteidigung und Lebenspunktewerte oder halt diesen ganz normalen globalen Buff. Okay, gut, ich hoffe, ihr habt es soweit verstanden. Wenn nicht, schreibt das gerne in die Kommentare. Video geht auch schon über 9 Minuten. Also, wie gesagt, neben den Fahrzeugmodifikationen kommt jetzt die Kriegsmaschine. Ihr müsst euch jetzt auf zwei Sachen konzentrieren. Und wie gesagt, die Kriegsmaschine mit Rubin. Ja? Und geht nicht auf das erste Beschwören der Fahrzeugmodifikation. Geht nicht auf das erste Beschwören der Kriegsmaschine. Ja? Also nicht hierauf gehen. Weil, wie gesagt, das ist Pay to Win. Das ist Free to Play. Ja? Okay. Gut. Die Teile, die ihr hier bekommt, die könnt ihr natürlich auch aufwerten und die bekommt ihr natürlich bei dem neuen Event. Ultimative Waffe, erfüllt ihr hier die Aufgaben, bekommt ihr natürlich die Materialien, die ihr dafür benötigt. Auch
natürlich durch andere Events. Müsst ihr mal schauen. Okay, guti. Ich würde sagen, ja, das war es erstmal. Ich hoffe, es hat jeder verstanden. Ist eigentlich ganz simpel. Ja? Kriegswaffe, beschwören, gucken, dass ihr das richtige Teil bekommt, aufleveln, denn natürlich die, die Teile mit in den Slot packen, ne, wie die Ausrüstung, fügt die eure Formation hinzu, greift welche an, habt Spaß, das ist die Kriegsmaschine. Alles klar. Gut. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, ab in die Kommentare. Ich verabschiede mich. Bis dann. Euer Soldai.